Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme Lego Herr der Ringe und jetzt auch wieder aktuelle Folgen. Das heißt, falls ihr das gerade seht, habe ich jetzt gerade meine dritte Klausur geschrieben und da bin ich jetzt wieder voll für euch da. Und bevor wir anfangen, noch eben kurz was. Freitag könnt eventuell schon das neue Projekt eine Folge starten, da wir mit dem hier auch schon, also mit der Story so gut wie durch sind. Wenn ihr noch das 100% oder ein bisschen was sehen wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare und wir machen weiter. Und sind jetzt hier, genau, da tanzen die komischen Geister, die haben wir abgeholt. Und wir müssen uns jetzt auf den Weg machen nach Minas Tirith und wir hüpfen hier einfach mal runter. Hepp. Denn Minas Tirith ist ja direkt um die Ecke. Das ist nicht das Problem. Minas Tirith. Da oben sieht man auch das Auge. Und hier geht's los. Das ist die Schlacht auf den Pelennor-Feldern. Glaube ich. Ich glaube, das ist die Schlacht von den Pelennor-Feldern. Wir machen jetzt auf den Weg auf jeden Fall. Und wer den Film kennt, weiß natürlich, was uns da jetzt erwartet. Das Schwein. Da ist es. Natürlich. Running Gag. Von Lego. Das ist auch nicht von Fäh. Mann, nicht funktioniert. Ups. Und da kommen wir auf den Pelennor-Feldern. Was auch geschieht, bleibt bei mir. Ich passe auf euch auf. Sehr gut, der baut jetzt mal die Hälfte kaputt. Rohirrim. Und wir greifen an und jetzt kommt wieder so eine komische Sequenz. Das heißt, jetzt nicht wundern, falls es ein bisschen hin und her ruckelt. Dafür ist mein PC auf keinen Fall ausgemacht. Allgemein ist es auch nicht gerade eine sehr nette Szene, dass man hier versucht hat. Ich meine, man hat es versucht, aber hier, das finde ich nicht so schön zu hören. Und ich werfe die ganze Zeit mit irgendwelchen komischen Speeren. Aber irgendwie treffe ich nichts. Zack, 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 zack. War die auch gerade mal irgendwas von 2 von 5 oder so? Stand hier nicht gerade irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich habe nie aufgepasst. Wahrscheinlich das Ding da. Nee. Oh, guck mal. Guck mal da. Wusch. Oh, da hat sie wieder Klingen gemacht. Bam, bam, bam. Habe ich den getroffen? Nee. Nie und immer. Oh, ich habe noch was gekriegt. Was auch immer es war. Hm, logisch.
Und das war's, mein lieber Theoden. Da müssen wir jetzt wohl übernehmen. Wenn du ihn anrührst, töte ich dich. Das Pferd stimmt zu. König. Ja, und jetzt müssen wir, da liegt übrigens das Pferd, müssen wir den Hexenkönig besiegen. Aus Film bekannt natürlich. Ach, das ist ein Pferd. Hier liegt ganz viel Geld rum. Ganz viel Geld. Uah. Hoppala. Schnell weg, schnell weg, Schnecke. Draufhauen, draufhauen. Draufhauen. Komm, drauf und nochmal. Komm, dreimal bestimmt. Ja, sag ich doch. Typisches dreimal. Ich habe noch mal eben gespeichert. Hier, deswegen war ich gerade so überrascht, dass das auf einmal anfing schon. Wie ganz viel Zeug kommen, aber ich kann nicht alles kaputt machen. Komm nicht dran. Geh weg. Es ruckelt dich, kann doch nicht wahr sein. Was läuft denn wieder im Hintergrund? Wieder Antivir oder so ein Kram? Ich hasse es, wenn er sich leider anmacht. Ja, ist ja gut. Irgendwelche Tests versucht, irgendwelche Viren suchen, kannst du auch später machen. Du musst du nicht dann machen, wenn der Computer genutzt wird. So, 2, 3. Jetzt noch einmal. Herz. Das muss ich jetzt mal eben sammeln, sonst sammle ich ja die Herzen eigentlich nicht. Weil es mich irgendwie relativ wenig interessiert, ob ich zerspringe oder nicht. Bam. Whoop. Klar, kämpf ruhig. Kämpf ruhig mit mir, anstatt bei Pippin zu bleiben. Hoppala. Geh weg. Bist du jetzt fertig? Dass sie mich immer einmal treffen, ich verstehe es nicht. Voila. Oh, was ist das denn da für ein Schatten? Da ist irgendein Schattenfehler. Seht ihr das? Das sieht irgendwie nicht wirklich richtig aus. Geht kaputt. 2 und 3. Damit wäre der Nazgul fertig. Erledigt. Aber der Hexenkönig lebt noch. So, und vor dem müssen wir jetzt immer wegrennen. Schneller! Puh. Erstmal natürlich das Geld hier wieder einsammeln, was hier neu gespawnt ist. Und hier auch komische Beete. Ah ne, das Feld hat sich jetzt erweitert, ne? Kann das sein? Das sieht aus, als sich das erweitert. Ja! Hilfe! Au! Ja, stimmt. Hier konnten wir ja gerade schon ein bisschen was kaputt hauen. Nur so weit konnten wir noch nicht gehen. Lass mich in Ruhe. Muss ich jetzt hier draufstellen? Dann haut er da drauf und jetzt können wir ihn hauen. Bam! Tod und Verderben! Nein, natürlich nicht. Die anderen beiden Plattformen haben wir auch schon. Können wir noch ein bisschen draufhauen in der Zeit, wo der hier rumläuft. Kann ich hier draufhauen? Nee. Aber da hüpft doch irgendwas rum. Könnte nichts bauen? Nee. Wir stellen uns hier drauf. Nehmen noch ein Herz. Bam! Und Schlag Nummer 2. Komm hier in Schlag 3 abholen. Und das war's. Du hast deine Kette verloren. Du bist zerstört. Und jetzt? Pippin, hau drauf. Ich bin kein Mann.
schön. Fertig. Hätten wir das geschafft. Aber die Geister kommen ja noch, natürlich. So spät wie immer das Piratenpack. Es gibt Messerarbeit zu erledigen. Kommt schon, ihr Seeratten. Runter von euren Schiffen. Captain Jack Sparrow. So sieht das auf jeden Fall aus. Epic! Epic Moment is epic. Na gut, dann müssen wir jetzt noch Olifanten erledigen. Und das machen wir natürlich mit Legolas. Pfeil 1. Pfeil 2. Dran. Und spring zum nächsten. Und jetzt drehen und da an das Seil springen. Und nach oben. Kaputt. Geh kaputt. Jetzt muss ich noch hier oben drauf. Ich weiß gar nicht mehr, wie ging das denn. Kette einfach so hoch. Ah! Es bewegt sich alles. Durch mal so auch zu schießen. Boah, ist das schwierig. Das ist schon ein bisschen schwieriger hier, weil sich das alles hin und her bewegt die ganze Zeit. So, jetzt haben wir es geschafft. Hallo? Achso, Nahkampf. Natürlich Nahkampf. Das schaffen wir auch. Bam. Und jetzt noch den Olifanten. Nee. Da rennt er weg. Und da kommen, Haradrims? Ich weiß es nicht. Rohirrim sind die Reiter. Haradrim sind die, glaube ich. Wer ist denn hier eingesperrt? Sollte ich mal befreien? Hallo, Hilfe. Gefälligst. Kein Problem, immer wieder gerne. Hat der jetzt nicht allzu viel geholfen. Da liegt auf jeden Fall noch Geld. Und ich brauche aber Aragorn. Was liegt denn hier rum? Blume. Ein Blümchenhut. Wollte ich schon immer haben. Oh. Was soll das denn? Kannst du ihn wieder absetzen? Ja, schmeiß mal weg, den brauche ich ja nicht. Was soll ich denn damit? So, wo der Olifant ist doch gerade in die Richtung gelaufen. Wo ist er denn? Da. Der hat nämlich hinten so... Oh, Geld. Das ist wichtiger. Der hat nämlich hinten so Manschetten. So, Fußmanschetten. So Fußbänder. Und die können wir mit dem Schwert hier halt kaputt machen. So. Da liegt er. Jetzt können wir mit Ex hier raufklettern. Natürlich mit Ex. Auf Ex vielleicht. Und können den Olifanten zunichte machen. Komisch, dass sie immer noch aufstehen können. Aber ist ja klar, die können ja nicht die Leute, die Olifanten, die riesigen Olifanten hier liegen lassen. Zwei geschafft. Yay! Dann wäre es jetzt auch vorbei, oder? Oder kommen noch mehr? Weiß ich gar nicht mehr. Ah, jetzt kommen noch drei. Okay. Wo sind sie denn? Hier liegt auf jeden Fall noch ein bisschen Geld. Da ist einer. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Ah, der hat Armmanschetten. Beinmanschetten meine ich. So. Dann greifen wir den ersten schon mal an. Machen den platt, die anderen warten schön hinter dem. Das finde ich ganz nett, dass ihr euch aufreiht. Aber wie schnell man X drückt, ist auch egal, glaube ich, hier. So, was hat der? Auch so Manschettendinger. So. Dann gehen wir hier direkt auch noch hoch. Und der letzte wartet auch noch dahinter. Ich weiß nicht, ob der auch noch Manschettenknöpfe hat. Ah, XXXXX. Erstmal hier ist schon wieder so ein Harad drin. Da ist noch einer. Hat der noch so? Ne, der braucht Pfeile. Der bekommt Pfeile von mir.
Komm. Dran springen. Schön. So, umdrehen. Hoch. So. Hier mal schön noch eine Runde aufräumen. Bam. Andere Seite. Da geht's hoch. Oder auch nicht. Doch, jetzt. Geh kaputt. Ksch, ksch, ksch. Hau ab. Dankeschön. Und jetzt noch Legolas-Style. Richtig cool, dass sie das mit eingenommen haben. Finde ich echt geil gemacht. So, die Haradrim hier noch, die rumlaufen. Dann müsste es aber, glaube ich, jetzt das gewesen sein, oder? Ah, ja. Die Geister nehmen Minas Tirith ein, beziehungsweise befreien es von den Orks und den Uruk-hai. Ja. XX. Ich vermag Frodo nicht mehr zu erblicken. Wenn Sauron den Ring hätte, dann wüssten wir es. 10.000 Orks stehen zwischen Frodo und dem Schicksalsberg. Er braucht Zeit. Dazu können wir ihm verhelfen. Wie? Wir bringen unsere ganze Kraft auf und marschieren zum Schwarzen Tor. Eine Ablenkung. Den Tod als Gewissheit. Geringe Aussicht auf Erfolg. Worauf warten wir noch? Die Schlacht auf den Pelennor-Feldern. Level abgeschlossen, Freispiel freigeschaltet. Wir kriegen König Theoden und wahrscheinlich auch noch Eowyn. In deren Helm. Merry als Knappe von Rohan. Und da hätten wir wohl erst die andere Story machen müssen. Da haben wir uns ein paar ausgesetzt. Und 925.000 Steine. Und das wird ein Katapult. Ein Blümchenhut. Level abgeschlossen. Und ein Ladering. Und wir setzen die Geschichte fort. Und ich glaube, es sind noch zwei Level da. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es noch die zwei Level sind. Ob es jetzt wirklich... Dieses Gebiet kann erst betreten werden, wenn Saurons Auge sich abgewendet hat. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Level hier? Aus Gilead haben wir schon gemacht. Ich guck mal eben auf die Karte. Herauszoomen. So, Schlacht auf den Pelennor-Feldern waren wir gerade. Pfade des Toten haben wir gemacht. Wir müssten da oben hin. Zum Schwarzen Tor. Und da ist noch Prolog. Die geheime Treppe. Das kommt ja auch noch. Dann haben wir noch drei Level. Aber ich will schon mit dem neuen Projekt anfangen. Na gut, dann schiebe ich... ich schiebe Donnerstag jetzt noch eine Folge rein. Dann machen wir die geheime Treppe. Also Donnerstag wieder kommen für Lego Herr der Ringe. Die geheime Treppe. Danke fürs Zusehen, freut euch auf das nächste Projekt und bis dann, Leute. Tschö.